Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wir brauchen Eisen. Viel Eisen. Und das sollten wir uns jetzt vielleicht mal holen hier. Ich nehme das am besten erstmal von oben so aus der Decke raus, sofern das möglich ist. Aus dem ganz einfachen Grunde, sonst muss ich hinterher fliegen, um daran zu kommen. Ja, wir haben einiges an Stein. Das schmeißen wir mal wieder hier runter. Weil zum Glück despawnt das ja. Also sprich, es verschwindet. Okay. Also hier sind jetzt Teile, die wir auch sammeln können. Stein weg. Und nochmal Stein weg. Okay. Ups, wo sind wir? Da sind wir. So, und weiter geht's. Das ist wieder nur grafisch. Das ist nicht wirklich vorhanden, das Ding. Da sind jetzt welche vorhanden. Stein weg. Das sind auch keine realen. Die kann man nicht einsammeln. So, wieder mal einen Stein wegschmeißen.
So. Da ist mein Realer. Aber die real sind, die bleiben auch direkt hier liegen. Alleine wie die sich bewegen. Daran sieht man, dass sie eben nicht real sind. So, wir schmeißen aber direkt wieder Stein weg. Sonst ging das aber schneller mit dem Eisen. Entweder sammeln wir jetzt mehr Stein ein oder ich bin vorsichtiger. Das kann natürlich auch sein. Haben wir jetzt auch ein bisschen Nickel. Weil ich möchte die Grenze dazwischen mal so ein bisschen weg haben. Ist jetzt was runtergefallen? 140 Stein. Ja, wir haben tatsächlich alles voll. Okay. Da ist die Basis. Der Rest ist also weggenommen worden hier schon.
Es wird richtig viel produziert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel uns dann noch fehlt. Ich denke mal, es sind aber noch über 10.000. Da sind es noch 11.700 und er muss noch 5.500 herstellen. Nur andersrum produziert er im Augenblick ja auch Eisen. Noch 11.100. Für 5.200 Stück. Gut, das wird noch ein Momentchen dauern, bis er hier soweit ist. Was ich machen wollte, war hier dieses Speed-Update. Dafür brauchen wir 25 Energiezellen. Brauchen das. Energiezellen. Energiezellen und Superkonduktor. Dafür fehlt uns aber, wenn ich das richtig sehe, Gold. Auch noch nicht fertig. Das ist auch sehr wichtig. Energiezellen brauchen wir dafür noch mal. Das Construction Projektion. Das heißt, wir müssen nochmal Gold schürfen gehen, damit wir diese Superkonduktor fertig machen können, damit unsere Nanitenfabrik besser und schneller wird.
haben wir nichts mehr drin. Aber unsere Energie geht zur Neige. So, wo hatten wir Gold? Da hinten. Dann ab dahin. So, und mal wieder Steine wegschmeißen. Und immer schön die Steine raus. Immer noch 2,15, also das Wegmachen hier, das bringt uns irgendwie nicht weiter. So die Ränder. Jetzt sind es 2,17.
Jetzt haben wir schon mal 4,8. Nicht zu vergessen, wir reden hier nicht von Kilo, sondern von Tonnen. 5,8. Sieben Komma sieben fünf. Neun Komma eins Tonnen. Immer noch 9,1. Da war also einer bei. So, wir haben 9,45 und sehen jetzt lieber erstmal zu, dass wir wieder rauskommen. Wir haben da auch wieder so ein unbekanntes Signal. Da geht's scheinbar hoch. So, wir haben ganz wenig Platz noch. Aber dieses ganz wenige Platz, dann nehmen wir ein bisschen Eis mit, denn wir verbrauchen ja auch welches. So, gut, jetzt haben wir Gold und Eis. Und jetzt ab zurück zur Basis. Aber auch dafür brauchen wir Eisen, also wir müssen jetzt wieder Eisen holen. Flaschen ist noch was drin. Energie haben wir im Augenblick noch genug. Also wollen wir erstmal schnell ein bisschen Eisen abbauen.
Stein weg. Und das sind alles keine realen Steine. Haben wir auch wieder ein bisschen Nickel. Brauchen wir nicht wirklich viel von im Augenblick, aber was wir haben, haben wir. So, da ist jetzt ein Realer liegen geblieben, weil das Inventar voll ist. Oh, das ist wirklich voll. Ja, der purzelt jetzt runter, der auch. Gut, können nichts mehr mitnehmen. Also ab zurück. Sehr schön. Fehlen also noch welche von diesem Superkonduktor von Was fehlt uns denn hier? Sauerstoffgenerator hat nicht wirklich viel. Ah ja, okay. Der ist jetzt noch am Gold schreddern. Dann machen wir das mal so. Und das ist erstmal genau so in der Reihenfolge. Und jetzt sollte das auch weitergehen. So, das Teil ist fertig. Das heißt, die ganze Raffinerie oder die ganze Nanitenfabrik sollte jetzt schneller sein. Kommen da noch mal 6? Jawohl. So.
Das ist das Konstruktionsupgrade. Das heißt, ich meine, er fliegt jetzt mit doppelt so vielen Naniten. Also sprich, er arbeitet jetzt im Konstruktionsbereich erheblich schneller. Ja, er macht das da jetzt sehr schön fertig. So, aber wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr da wart. Lasst doch einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.